Herzlich willkommen zum Szene Talk Düsseldorf. Heute sind wir eingeladen worden vom Bilka Hetz und der Julius begrüßt uns. Hi. Hi. Hi Szene Zack. Hi Katha. Wir sprechen heute so ein bisschen über euer Bilka Hetz und als Einstiegsfrage direkt: Seit wann gibt's euch und wie seid ihr entstanden? Uns gibt es seit April vor, wir hatten unser vierjähriges Jubiläum vor kurzem. Effektiv gibt es uns so seit März vor 4 Jahren. Wie wir entstanden sind, Micha hat irgendwann, glaube ich, seine eigene Kneipe gesucht. Und vorher war hier eine fast schon legendäre Eckkneipe drin, das Bilka Eck. Costa hat das den Laden, glaube ich, 30 Jahre lang betrieben. Für mich war der Laden immer nur bekannt, dass man, wenn man nach 23 Uhr hier reingeht, alles 1 Euro kostet. Egal, was man bestellt. Aber es war halt so eine klassische, wirklich oldschool Bilka, Arbeiter und unsichere, unstete Lebensverhältnisse Kneipe, wo bisweilen auch der Kneipier sein bester Kunde ist. Aber der hat hardcore irgendwie stellenweise bis 6 Uhr morgens unter der Woche offen hatte und hier saßen dann immer noch dieselben Gestalten rum. Man kam auch mal rein und irgendwie saßen alle halb nackt hier. Und das nicht im Sommer. Aber Micha hat dann, als Costa verstorben ist und der Vermieter einen Nachfolger suchte, kurz danach die Gunst der Stunde ergriffen und den Laden übernommen und daraus was ganz Neues, also für die Ecke was ganz Neues gemacht. Im Gegensatz zu einer alteren Kneipe sehen wir uns halt eher als Kiezkneipe. Genau, das findet man auch direkt auf eurer Webseite. Ihr bewerbt damit die Kiezbar auf der Bilka Allee. Wo kommt diese Hamburg-Verbindung her? Okay, die gibt es eigentlich gar nicht. Es ist eher mehr so eine stilistische Frage. Also ich glaube, ich bin derjenige im Laden, der am wenigsten ein Verhältnis zum Fußball hat. Alle meine Arbeitskolleginnen wissen mehr. Und gerade so für harte Fortuna-Fans wie Micha ist so die Hamburg-Verbindung, die sollte man nicht zu laut ansprechen. St. Pauli ist für einen Ultra wie Micha dann doch eher Konkurrenz als was Positives. Ne, dieses Kiez, dieses Hood, dieses kleine Viertel interne Ding, wo jeder jeden kennt, auch in der Großstadt, was so eine individuelle Oase herausarbeitet. Und da sehen wir uns durchaus mit unseren Nachbarn als sehr gut in der, also noch unseren gastronomischen Nachbarn als sehr gut in der Mitte stehend. Der Micha wurde jetzt oft erwähnt, der Besitzer hier. Du bist heute stellvertretend für ihn da, die, wie wir vorher schon besprochen haben, die linke Hand des Michas. Die rechte Sonja. Und wie viele seid ihr überhaupt hier? Wie stellt sich dieses Team zusammen? Wir sind so ungefähr 7 bis 8 Leute plus so Randspezialisten, die wir dann für spezielle Sachen mal heranziehen. Also wie Mopper, unser Fotomensch, oder Dennis, unser Kameramensch. Wir sind gut vernetzt. Wir haben unsere eigenen Caterer zur Hand, den Uwe von der Metzgerei König, den Pyro von Smoke Barbecue aus Düsseldorf. Mehrere DJs zur Hand, wir finden für alle Lösungen. Haben wir so ein Söldner-Kontingent von außen. Die aber halt so zum halbinneren Kreis gehören. Und da halt auch, wie du auch eben gesagt hast, diese Vernetzung auch hier, die Bilka Allee ist so eine kleine Vernetzung auch von den Kneipen, Bars und verschiedenen Lokalitäten, die es hier gibt. Und das ist immer ein sehr familiäres Bild, das sich da auch von außen schließt. Heißt, wenn hier Feierabend ist, das ist meistens so Das ist unterschiedlich. Normalerweise, zu normalen Öffnungszeiten haben wir unter der Woche so Mitternacht zu. Dann gehe ich persönlich ins Café Knülle, wenn ich arbeiten musste. Die haben so meistens so bis 2 geöffnet. Oder im Konvex, je nachdem, wer geöffnet hat, auch unter der Woche gerne mal was länger. Stimmt. Am Wochenende freitags, klar, machen wir so zwischen 1 und 3 zu. Aber bis wir dann hier raus sind, ist auch wieder 5. Dann haben wir langsam nur noch Läden auf, die man auch nicht früher unbedingt gehen sollte. Aber wenn, findet man auf jeden Fall alle Gesichter hier auch mal in den anderen Kneipen. Klar. Und umgekehrt. Genau, ist alles immer sehr familiär gehalten gewesen. Genau diese Sonderveranstaltungen, die ihr habt, sind bei euch total spannend. Die heben euch auch, finde ich, total ab hier in Düsseldorf. Unter anderem ganz groß bei euch, böse gesagt, Seniorensport. Ihr habt es auf ein neues Level getrieben, das Kneipenbingo. Ja, also ich habe zu behaupten, wir hätten es auf ein neues Level getrieben, ist übertrieben. Der Daniel vom Schickimicki hat Kneipenbingo schon eine ganze Zeit lang vor uns angeboten, aber auf eine etwas andere Art. Beats, Bier und Bingo heißt das Konzept, das ist auch nicht vom Daniel selber. Das ist inzwischen so eine Wanderveranstaltung, die durch Düsseldorf und die Nachbarschaft zieht. Ist sehr hervorragend zu besuchen, ist aber eher so eine
ja wirklich eine Show. Also du hast Moderator auf der Bühne, der vorher wochenlang alle Läden abklappert, von denen er Preise bekommt, mit denen halt wirklich so eine dezidierte Videovorstellung macht und halt auf der Bühne, ja, Beats, Bier und Bingo, eine Show zelebriert. Bei uns Kneipen-Bingo ist tatsächlich, wie du sagtest, Seniorensport auf ein neues, auf ein anderes Level gezogen. Wir kombinieren halt Bingo in höchster Geschwindigkeit mit viel Alkohol und ja, einem durchaus totigen Humor. Normalerweise moderiert Micha das. Zwei Termine im Jahr ungefähr fallen an mich ab. Wir haben da doch, glaube ich, dann durchaus auch andere Herangehensweisen an die Moderation. Ich drohe jedem an, der meinen Kolleginnen nicht vernünftiges Trinkgeld gibt, dass wir Kommunisten irgendwann das Land übernehmen werden und wir uns jeden aufschreiben werden, der nicht nett zu der arbeitenden Bevölkerung war. Aber hier, du hast 100 Leute hier drin, die passen auch gerade so eben rein. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 90%, alle haben Spaß. Wir hauen bei der 33 umsonst Schnaps raus und es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der hier war an dem Tag, der danach nicht einen Kater hat, inklusive Personal. Das macht ihr einmal wöchentlich? Einmal im Monat. Einmal im Für Monat gewöhnlich der erste Freitag im Monat. Der erste Freitag im Monat. Und das bietet ihr zurzeit auch im Stream an. Wie ist das? Also ich habe mir im Vorfeld auch ein paar Videos angeguckt. Der Micha ist doch schon ein ordentlicher Entertainer. Ne? Der geht da in die Massen, in die schwitzenden Massen animiert. Wie ist das, wenn man dann plötzlich wirklich nur noch vorm Bildschirm sitzt und dann plötzlich Stimmung aufbringen muss und kriegt gar keine direkte Reaktion zurück? Naja, eine direkte Reaktion haben wir ja schon. Wir haben während unserer Streaming-Show ja unseren Social-Media- Moderator, der die Show dann auch ja, in der direkten Verbindung zum Publikum hält. Wie es genau vor der Kamera ist, wenn man kein Publikum hat, kann ich, glaube ich, halt nur aus Second Hand beurteilen. Bisher haben das halt Micha und Mopper gemacht. Mhm. Ich glaube, man fühlt sich schon so ein bisschen wie so ein Moderator bei, weiß ich, bei QVC oder bei so einer Verkaufssendung. Aber Micha redet dann eh wie ein Wasserfall. Den würde ich auch das Publikum nicht stoppen. Und die Reaktionen sind ja auch bisweilen super darauf. Hervorragend. Es ist ja so aus der Not geboren. Wir haben am Anfang damit gerechnet, dass wir, weiß ich nicht, vielleicht so 50 Zuschauer zusammenbekommen. Es ist bei der ersten Show schon weitaus mehr gewesen. Das hätten wir auch vorher machen können. Dass wir also vielleicht im ganzen Bundesgebiet Bingo anbieten können. Oder nachher, vielleicht die erste digitalisierte Kneipe, dann das Pilkerheads. Ja, aber also ich brauche Gäste direkt vor mir. Ich will mit Leuten Schnaps trinken können, ich will mit Leuten quatschen. Diese Digitalisierung finde ich praktisch in der Menge Aspekte, aber nicht im Kneipendasein. Aber das macht euch ja auch aus. Also auch ich privat dann immer eine super Zeit habe. Ihr seid immer bemüht, ihr habt alles im Blick. Man hat nie das Gefühl, dass man hier als Gast alleine gelassen wird. Auch die Bar leitet immer gut an, ist immer für ein Späßchen zu haben. Was würdest du denn sagen, wen zieht ihr hier so an? Was ist euer Publikum? Was kannst du über die Gäste jetzt nach 4 Jahren so berichten? Was fällt dir dazu ein? Ja, unser Publikum, wie sich halt eine ordentliche Kiez-Kneipe gehört, ist natürlich sehr vom Kiez abhängig. Bilk war mal ein altes Arbeiterviertel. Ein bisschen bodenständig, ein bisschen rockig, ein bisschen abgeschäppt. Natürlich hat Bilk eine harte Wandlung durchgemacht. Das ist so in Mitte der 90er Jahre nach und nach zu einem Studentenviertel auch geworden. Da waren die Mieten immer noch günstig und die Hausflure ungepflegt. Inzwischen, aufgrund der verstärkten Anschließung, hat sich halt so eine Gentrifizierung leider in Bilk auch eingeschlichen, die Mieten da oben treibt und auch dann wiederum so ja, die Viertelstruktur ein bisschen sich wechselt. Wir, finde ich, sind davon relativ unbetroffen. Also unser Standardpublikum liegt irgendwo zwischen 18 und Mitte 60, also Leute, die hier wohnen. Oder die jemand kennen, der hier wohnt oder die hier wohnt. Prinzipiell, wenn wir ein Hauptaugenmerk hätten, dann wäre das vermutlich so unser Alter, irgendwas zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Aber bei uns ist jeder willkommen, der sich gut mit anderen Gästen verträgt. Also vom Feierabendbierchen bis zur Wochenendeskalation alles dabei. Genau. Da Stammgäste wahrscheinlich auch viele, Gesichter, die man immer wieder sieht, Geschichten, die man vielleicht gehört hat. Da irgendeine Situation, wo du sagst, hier, Bilkerz, das beschreibt es am meisten für mich. Das habe ich so in den letzten Jahren miterlebt. Das beschreibt es einfach für mich. Geschichten, die das Bilkerz ausmacht, ist eine gute Frage. Das ist meistens tatsächlich eher was nach offiziellem Feierabend stattfindet, wenn wir eigentlich schon zu haben, im Aufräummodus sind oder dergleichen und man noch mit Gästen ein Schwätzchen an der Theke hält. Und also als Barmensch ist man ja nicht nur Barmann und Getränkeausschütter, man ist ja zugleich so eine Kombination aus Psychiater und Beichtstuhl.
ob man jetzt Leuten erklärt, dass sie vermutlich keinen Gehirntumor haben, sondern wohl eher Migräne, bis hin zu Leuten wirklich in existenziellen Sinnkrisen sind, die dann einfach mal, obwohl sie natürlich eventuell viele Freunde haben, aber jemanden brauchen, dem sie so ein bisschen ihr Herz und ihr Leid ausschütten können. Auch dafür sind wir da. Wie sich das, wie gesagt, für eine ordentliche Kneipe gehört. Das Bilka-Hits Ansprechpartner in sämtlichen Lebenslagen. Vielleicht nicht in sämtlichen. Nein, aber also wir haben gerne, wenn wir dafür Zeit haben, natürlich keinen Gast, außer er ist wirklich alleine. Hier ist unser einziger Gast. Aber natürlich, das Wohl und nicht nur das Trinkende, sondern auch das seelische Wohl unserer Gäste liegt uns sehr am Herzen. In einem Wort das Lebensgefühl, mit dem du das hier beschreiben würdest? Ein Wort. Boah, ich wäre so gut in nur ein Wort finden. Ja, Crew Love wäre vermutlich für mich das häufigste Wort, was ich in Kombination mit Bilka Hetz benutze. Wir haben ein sehr besonderes Team. Einige arbeiten von uns mit Sicherheit lange in der Gastro, aber keiner von uns hat wirklich so ein ausgebildeter Profi. Auch haben wir vielleicht mal irgendwie kurzen Streit oder eine kurze Diskussion im Team. Wir haben aber keine männliche wie weibliche Diva, die aus dem Ding rausstricht. Wir sehen uns tatsächlich irgendwie am Ende des Tages so als so eine Art Zweitfamilie an, mit der man mit Sicherheit durch die absurdesten Situationen geht, aber wo man auch, wenn jemand mal einen Bock schießt, am Ende des Tages dann kein Böses an der Person für gewöhnlich verzeiht und weitermacht. Vielleicht abschließend einfach nochmal gesagt, ihr auch immer wieder neue Ideen, die hier reinkommen. Zurzeit macht ihr euren eigenen Gin, was ich ja schon total toll. Ich als Gin-Fan bin da total begeistert von. Wie findet denn das hier statt? Habt ihr jetzt auch noch so eine eigene kleine, so einen Schnapskeller, so einen eigenen aufgemacht? Ja, im Keller wäre sehr wenig Platz. Nein, wir sind in Kooperation mit einem Veranstalter aus Münster, der anbietet, dass man mit ihm zusammen seinen eigenen Gin kreiert. Also die Botanicals des Gins beim Probierpaket, was wir ab Bälde auch bei uns im Laden selber veranstalten werden mit seinen Botanicals. Die sind halt vordestilliert, also man hat dann so um die 50 Flaschen Schnaps hier stehen, aus denen man auf einer Wacholderbasis sich selber seinen eigenen Gin kreieren kann und den bei ihm halt in Münster dann brennen lassen kann, was wir gemacht haben. Es war ein sehr feuchtfröhlicher Abend mit Weinprobe vorher und allem drum und dran. Und Sonja hat unser Schmuckstück, den Gin mit Hetz daraus gemixt. Eine wunderbare Kombination aus Bergamotte, Zitronengras, Lavendel, Rosenblüten. Es ist ich würde es als Distanz-Gin bezeichnen. Das heißt, man kann von dem sehr gut mehrere Becher hintereinander trinken und wird halt nicht konstant von so einer Geschmacksexplosion erschlagen, die auch gar nicht jedem liegt. Das ist ein Gin für jeden. Und ich bin der festen Überzeugung, man kann ihn auch hervorragend pur trinken, ohne dass es irgendwo wehtut. Gönnt euch, lohnt sich. Ja, dann danke dafür, Julius. Schön, dass wir hier sein durften. Schön, dass ihr da wart, seid. Du hier die Bilka-Hetz-Geschichte vor uns mit ganz viel Hetz ausgebreitet hast. Immer wieder gerne.